Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Bonasira, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Das nennt man Transit, wenn ein Einfluss auf die Geburtshoroskop hat. Und da aktiviert auch Themen. Wobei, bei der Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und schauen wir an, wo wandeln die Sternen und was passiert in dein Leben, was aktiviert in dein Horoskop. Sonne bewegt sich Anfang Mai in Widder. Und das bedeutet auch Neuanfang und aktiviert hier die 12. Lebensbereich. Und das wird für dich bedeuten, falls du das vorhast, etwas Neues starten, dann überprüfe noch etwas oder sei nachdenklich. Nicht zu stürmisch handeln, sondern eher zurückhaltend sein oder überprüfe die Zusammenhänge. Hier im Widder bewegt sich auch Uranus und bringt Umbrüche und Veränderungen in dein Leben. Und das ist auch der Rückzug auch in die Tiefe zum Schauen, Erkenntnisse gewinnen, die Einstellung zum Leben ändern. Hier handelt es sich auch um das Unbewusste, auch karmische Themen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie setzen wir durch. Sport, Bewegung gehört auch zum Mars-Energie. Es ist männlich, also kann auch eine männliche Person sein, entweder Partner oder Wunschpartner, aber auch anderen männlichen Personen, wie ein netter Nachbar oder ein Kollege oder ein Mann von der Familie. Mars bewegt sich im Stier, aktiviert bei dir Stierthemen wie die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft, das Leben genießen. Aber auch zum Stierthemen gehört Finanzen, Besitz und Finanzen. Hier im ersten Lebensbereich, was dein Aszendent ist. Du hast Stier-Aszendent, also diese Mars-Energie wirkt auch auf dein Aussehen. Auch deine Persönlichkeit kommt jetzt in Form. Du kannst besser dich durchsetzen oder machst Sport, Bewegung oder setzt deine Kraft ein, um die Werte oder die Finanzen in Ordnung bringen. Möglich ist es auch, dass eine männliche Person zurzeit einen Einfluss hat auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Dann folgt Rahu Ketu, das muss ich auch im Geburtshoroskop auch beschreiben, nämlich hat eine große Bedeutung. Rahu und Ketu bilden sich eine Drache, die sind aber getrennt. Ketu ist die absteigende Mondknoten, das ist das Symbol dafür
und symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, all das, was du in früheren Leben erlebt hast. Und das ist die Zwillingsenergie, da kennst du dich aus. Und kommt natürlich dazu die Lebensbereiche, wo du die Lebenserfahrungen gemacht hast in früheren Leben. Das sind Werte, Wertschätzung und Finanzen. Der Drachenkopf ist hier. Das ist die aufsteigende Mondknoten und zeigt die Richtung, was deine Seele sucht, weil die Seele braucht diese Erfahrungen. Und das hast du hier im Schütze. Und die achten Lebensbereich sollst du Erfahrungen machen. Und das sind die Erneuerungsprozesse, auch das Loslassen. Auch Themen, was die Finanzen betrifft, Investitionen oder Geld von Partner oder erbschaftlichen Themen. Hier liegt die Vergangenheit und das bedeutet, Finanzen hat eine große Rolle gespielt in dein Leben. Dann kommt die Zwillingsenergie dazu, die Handlungen und auch Gespräche über Geld, aber es waren vielleicht Lebenserfahrungen, dass du nicht richtig investiert hast, das Geld, oder verspielt hast du das Geld und jetzt lernst du anderes mit Geld umgehen, bessere Investitionen oder auf erbschaftlichen Themen achten, nicht, dass du dann ausgenützt bist oder betrogen wirst du finanziell. Also da genau da hinschauen. Oder möglich ist es, dass die Investitionen im Ausland sind oder größere Investitionen, Werte, Wertschätzung, Finanzen, Investitionen und auch Erbschaften spielt hier bei dir eine große Rolle. Da hast du karmische Themen. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und zurzeit befindet sich die absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 immer noch im Schütze. Hier. Im selben Platz. Bloß das tauscht sich aus. Umgekehrt auch die aufsteigende Mondknoten, das, was du gerade anschauen sollst oder verbessern sollst, aktiviert hier die Zwillinge im zweiten Lebensbereich und befindet sich Rahu, diese aufsteigende Mondknoten, dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Zwillinge. Das spiegelt sich etwas. Das wird dieses Jahr, nächstes Jahr ein sehr wichtiges Thema sein. Finanzen, Investitionen, Erbschaften. Jupiter ist gerade rückläufig. Jupiter vermehrt etwas. Jupiter vergrößert etwas. Und bei dieser Rückläufigkeit heißt, das wird gebremst. Oder man sollte etwas noch überprüfen oder nachdenken. Jupiter befindet sich im Skorpion, bringt natürlich auch Chancen, Möglichkeiten und auch Glück. Jupiter ist der große Glücksplanet und das hast du hier im siebten Lebensbereich, wo um Partnerschaft geht. In dein Geburtshoroskop ist Neptun. Und unserem Planet Erde, Gaia, ist da. Und das heißt für dich, leb dein Traum in die Liebe, Partnerschaft. Und wenn du diesem Traum vertraust, dann manifestiert sich. Der Traum zeigt hier Neptun, die Manifestation zeigt die Erde. Und Jupiter gibt dir jetzt die Chancen, Möglichkeiten, das in Ordnung zu bringen. Saturn ist auch rückläufig. Saturn ist der Planet
der Karma und Schicksal. Bei dieser Rückläufigkeit aktiviert Vergangenheit oft karmischen Themen. Saturn möchte etwas in Form zu bringen, belehrt uns auch. Saturn ist im Schütze, wo du tatsächlich auch karmische Themen hast. Das kann für dich bedeuten Neuorientierung, Auslandskontakten, dann auch Geld, Investitionen, erbschaftlichen Themen und auch die Erneuerungsprozesse findet hier statt. Auch auf Gefühlen achten, loslassen solchen Gefühlen wie Schuldgefühl, führt auch zum Schulden oder Verlustangst. Was passiert bei Verlustangst? Geht etwas verloren? Also auch auf die Gefühle achten. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto sagt ganz klar, konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das, was dich stört, loslassen, verabschieden, trennen, kündigen. Das raubt Kraft, Energie und Zeit. Pluto ist auch hier im Schütze, auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Oft sind es auch karmische Themen. Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun bewegt sich zurzeit im Wassermann. Hier ist in dein Geburtshoroskop Mars und das kann ein bestimmter Mann sein und hängt mit der Partnerschaft zusammen. Außerdem zeigt hier Neptun, lebe dein Traum, setz das als Ziel. Hier ist die Zielerreichung. Dann kommt die Wassermann-Energie dazu, die Ideenreichtum, auch das Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich. Oder machst etwas Einzigartiges, dann bring das in die Öffentlichkeit und lebe deine Berufung. Venus bringt immer Glück, Harmonie. Mit Venus-Einfluss verschönern wir etwas oder bringen wir etwas in Harmonie. Venus ist die Liebesplanet, also aktiviert auch Liebepartnerschaft. Venus ist weiblich und zeigt unsere Weiblichkeit, auch unserem Aussehen, als Frau gepflegte Erscheinung. Bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann auch anderen Frauen auch bedeuten. Venus bewegt sich in Fischen. Achte auf deinen Gefühlen, sei im Vertrauen. Die Vertrauen, das Fluss des Lebens, das, was man hier lernt. Das sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte, lass das einfach zu. Oder vertraue das, dann kommt das von alleine. Und hier im 11. Lebensbereich sind auch Freundschaften und das kann gerade bedeuten, Freundschaften schließen oder Kontakt mit einer Freundin. Hier ist auch Merkur, das sind Gespräche, Handlungen und Mond. Auch am 1. Mai ist noch Mond hier. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und sie wirken zusammen, aktiviert Themen Liebe, Partnerschaft. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, das sind Gespräche über Gefühle oder sehr gefühlsvollen Gesprächen oder eine Nachricht beeinflusst unseren Gefühlszustand. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder. Sonne und Mond trifft sich. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, Abwarten, nachdenklich sein, Planung. Und das hast du hier im Widder über einen Neuanfang oder nachdenklich zu sein über karmischen Themen oder über Ursache nach etwas. Das kann auch Ursache der Erkrankungen sein oder schlicht einfach Rückzug. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Merkur im Widder.
Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen. Hier bei 12. Lebensbereich würde das bedeuten, sei zurückhaltend. Du sollst momentan noch nicht handeln. Bei Merkur geht auch um Gespräche. Wenn du Geheimnisse hast, dann bewahre das und schweige. Kann auch bedeuten, weil hier handelt es sich um Geheimnisse, dass jemand ihre Geheimnisse erzählt. Möglich ist auch, dass jemand spricht hinter geschlossenen Türen, irgendwelche Geheimnisse. Oder jemand macht dich schlecht hinter deinen Rücken, weil hier sind auch die geheime Feinde. Das darf man auch nicht vergessen. 6. Mai übergeht Mond im Stier und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder auf dein Auftreten, Aussehen. Du nimmst etwas mit Gefühlen wahr oder kommen Einflüsse von außen, das trifft dich persönlich und beeinflusst deinen Gefühlen. Sollst intuitiv handeln. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Mars setzt etwas in Bewegung. Mars wehrt sich auch. Hier handelt es sich um deine Werte oder dein Selbstwertgefühl oder setzt deine Kraft ein um Werte oder um die Finanzen. Kann auch auslösen, dass du kämpfst gerade um die Finanzen oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf Besitz und Finanzen. 8. Mai steht Mond in Verbindung zum Mars, aktiviert hier auch dieselben Themen, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus hier in Verbindung. Und das heißt, sie wirken zusammen. Bei Uranus gibt es Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und das sind Handlungen und Informationen, vielleicht ein Vertrag oder eine Nachricht. 10. Mai ist Mond im Krebs, aktiviert hier Krebsthemen und das ist Familie oder Mütterlichkeit. Dann kommt noch dazu die 3. Lebensbereich, Themen wie die Kontakt zu den Verwandten, Nachbarn oder Informationen, ein Austausch von Informationen, auch Medien, Internet gehört auch dazu oder Schulungen, lernen etwas. Das bedeutet aber die Schule des Lebens. Und hier sollst du auf dein Gefühl achten, nach Gefühl handeln und eher Rückzug. 11. Mai ist Venus im Widder. Hier sind Geheimnisse, eine geheime Liebe oder eine Frau erzählt ihre Geheimnisse. Oder wenn du deine Geheimnisse hast, dann sollst du schweigen. Kann sein, dass diese Frau ist eine geheime Rivalin ist oder eine Frau, wo hinter deinen Rücken dich schlecht machst. Das darf man auch nicht vergessen. Hier sind auch geheime Feinde. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier, Halbmond ist Spannung, Nervosität, Unsicherheit. Also ist besser zurückziehen, nachdenklich zu sein, nicht handeln. Es fehlt die Erde-Element in diesem Tag, bei diesem Halbmond. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2.12 Uhr. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Löwe ist natürlich Glanz und ist gerne mal im Mittelpunkt. Und die Löwe-Energie hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation, etwas in Glanz zu bringen oder verschönern. Oder ladest Menschen ein und steht alles so in den Mittelpunkt. 15. Mai ist Mond im Jungfrau. Jungfrau bereinigt etwas. Das ist auch Heilenergie, bringt etwas in Ordnung.
Themen sind Kinder oder deine Kindheit, diese Erinnerungen in Ordnung bringen, weil brauchst du diese Heilung, aber auch Lebensfreude. 16. Mai ist Sonne im Stier. Sonne zeigt Monatsthemen. Und kommt ein neues Monatsthema und das sind die Stierenergie, das Leben genießen, die Ruhe bewahren, aber auch wichtige, wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen, etwas befestigen oder um die Finanzen kümmern, etwas verschönern, auch in vertraute Umgebung. Und das ist dein Aszendent und das heißt, das hat auch mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Und das ist möglich, dass dein Aussehen ändert sich und du verschönerst etwas. Immerhin, Venus herrscht über Stier und das ist alles schön und das brauchst du persönlich. Auch eine schöne Umgebung zum Haben. 17. Mai übergeht Mond im Waage und aktiviert bei dir Themen, was die Alltag betrifft. Deine Arbeit und auch Gesundheit. Hier hast du im Geburtshoroskop Mond und Mond zeigt Mütterlichkeit oder symbolisiert deine Mutter. Sonne symbolisiert Vater und Mond symbolisiert die Mutter. Also durchaus ist auch möglich, dass du hier auch Mutterthemen hast. Am 18. Mai ist Vollmond im Waage, genau hier, die gleichen Themen. Vollmond beleuchtet etwas und da sollen wir genau hinschauen. Und dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag, 18. Mai, steht Venus und Uranus in Verbindung und sie wirken zusammen. Das trifft dich als Frau oder trifft eine andere Frau oder trifft das Liebesleben und Uranus sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. 19. Mai übergeht Merkur im Stier und das hat einen Einfluss auf dich persönlich, mehr Gespräche, mehr Kontakte, Handlungen, setzt etwas in Bewegung, beschleunigt etwas oder du verdrehst deine Meinung und das wird auch ernst genommen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und aktiviert bei dir Themen, was die Partnerschaft betrifft. Das ist eine abnehmende Mondphase und abnehmende Mondphase sollen wir etwas tun oder beginnen, was abnehmen soll. Und hier in Partnerschaft handelt sich um Gefühle, wovon du verabschieden sollst, wie Angst, Unsicherheit, Zweifel. Bei zunehmender Mondphase ist umgekehrt. Wir sollen etwas konzentrieren oder beginnen, starten, was zunehmen soll. 20. Mai steht Mond mit Jupiter hier in Verbindung und die wirken zusammen. Jupiter vergrößert etwas. Bei Mondenergie handelt sich um Gefühle. Wir neigen sogar dazu, bei solchen Verbindungen, dass wir übertreiben etwas. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Themen wie Reisen, Sport, Bewegung, Zielsetzung, Neuorientierung, aber auch Themen wie Sexualität oder Loslassen, diese Erneuerungsprozesse oder Erbschaft. 22. Mai steht Mond mit Saturn hier in Verbindung und Saturn belehrt auch und zeigt, wie wichtig das ist, das etwas in Form zu bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto zeigt, achte auf deinen Gefühlen. Und Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl oder vielleicht sogar Eifersucht, all diesen Gefühlen loslassen. 24. Mai steht Merkur
im Diamant und das heißt Glanz, Klarheit, Wahrheit und beschleunigt etwas. Und das kannst du selbst tun. Das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Das ist dein Aszendent. Im selben Tag, also 24. Mai, übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen wie Reisen, Spiritualität, und Steinbock wirkt auch, gibt es nicht auf. Du brauchst Ziele und egal wie steinig dieser Weg ist, darfst nicht aufgeben, sondern verfolge deine Ziele. Brauchst aber Geduld und Ausdauer. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit. Hier ist auch Öffentlichkeit. Hast du das Gefühl, du bist übersehen oder möchtest Erfolg haben beruflich? Und da kommen Einflüsse von außen, löst diese Spannung aus. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Mut, es fehlt die Kraft. Es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun hier in Verbindung. Neptun zeigt die Träume. Mond hat auch einen Einfluss auf unserem Unbewussten, unserem Träume. Das zum Leben möglich ist auch, dass du ein Traumbild hast und das sagt für dich was, wichtige Botschaft. Oder lebt dein Traum beruflich. 29. Mai übergeht Mond im Fischen. Hier achte auf deinen Gefühlen und auch auf deine Träume. Fischen zeigt auch die Träume, diese Hoffnungen, Wünsche zum Leben, daran glauben. Und auch Freundschaften gehören auch in diesem Lebensbereich, das wird hier natürlich auch aktiviert. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder. Und das würde bedeuten Neuanfang, Neubeginn, Begeisterung, das ist alles wieder Energie. Auch dieser Mut zu haben, da rauszukommen von dieser Schattenseite, aber nicht stürmisch, sondern wohl überlegend. Liebe Bonassira, so könnte ich dein Monatshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Von Dendera.